Das Konzil von Hiraya wurde von Kaiser Konstantin V. im Jahr 754 in Hiraya bei Konstantinopel einberufen. Das Konzil unter dem Vorsitz des Metropoliten von Ephesos Theodosios verurteilte die Bilderverehrung und exkommunizierte Johannes von Damaskus und Germanus von Konstantinopel. Das zweite Konzil von Nikäa verwarf das Konzil von Hiraya 33 Jahre später als Pseudosynode. Konstantin V. war Ikonoklast. Nach einer Rebellion seines Schwagers Athabastos eroberte er Konstantinopel zurück und soll hart gegen die Ikonodulen vorgegangen sein. Da allerdings nur Quellen der Bilderfreunde erhalten sind, ist diese Darstellung offensichtlich tendenziös. Es fehlt an belastbaren Belegen dafür, dass es zu Verfolgungen aufgrund der Bilderverehrung gekommen ist. Wahrscheinlicher sind politische Gegner des Kaisers im Nachhinein zu Märtyrern der Bilderfreunde verklärt worden. Die Beschlüsse des Konzils scheinen auch kein hartes Vorgehen gegen die Bilderfreunde zur Folge gehabt zu haben. Vandalismus gegen kirchliche Einrichtungen wurde sogar explizit untersagt. Ob die Politik des Kaisers zudem wirklich auf Ablehnung in der Bevölkerung stieß, wie dies die späteren Quellen suggerieren, ist unklar. Ein gnadenloser Bilderstürmer scheint der Kaiser jedenfalls nicht gewesen zu sein.